Ja, hallo und herzlich willkommen zum Teil 2 meiner FPGA-Reihe FPGAs Programmieren mit Verilog. Ja, letztes Mal haben wir ja kurze Einführungen gemacht, was FPGAs sind, wofür wir das brauchen. Heute lassen wir es blinken oder let it blink, wie man sagen würde. Ja, heute sollen wir einfach mal ein kleines Blinken realisieren. Was ist der Inhalt heute? Wir werden als allererstes ein Projekt erstellen. Danach werden wir die sogenannten Constraints hinzufügen. Danach werde ich ein bisschen was über den Basisaufbau eines Programmes reden. Dann kommt das Blinken und warum es nicht geht. Hahaha, ha, ha. Jetzt habe ich den ganzen Witzesvideo schon natürlich vorweggenommen. Nein, nicht ganz. Das soll ja keine Heimlichkeit sein. Das wird anfangs natürlich nicht funktionieren. Und man muss ja erst einmal scheitern, bevor man es dann richtig macht. Die meisten werden es wahrscheinlich dann eh schon sehen, warum das nicht geht. Den Tipp gab es im letzten Video, beziehungsweise heute kann man ihn indirekt auch nochmal sehen. Ja, als allererstes erstellen wir ein Projekt. Dazu wechseln wir einmal zu Vivado. Und werden jetzt als allererstes mal hier ignorieren, dass ich hier schon ganz viele Projekte habe, inklusive den richtigen Vorlageprojekt. Sondern wir werden jetzt einfach mal ein neues erstellen. Da klicken wir hier auf links auf Create Project. Jetzt fragt er hier bla 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 bla. Da klicken wir auf Next. Jetzt müssen wir den einen Namen geben. Ich tue das in einen anderen Ordner. Und zwar ist das 01. Let it blink. So, speichere ich in Ordner. Ich sage ja, create a project subdirectory. Das ist am besten. Gehe ich auf Next. Typ RTL Project. Das passt. Jetzt könnten wir hier schon Source-Files erstellen, also Quelldateien. Ich mache das jetzt mal beispielhaft für eine Datei. Wir werden auch heute noch mehr erstellen. Nur damit ihr es mal gesehen habt, ich kann hier auf Create File klicken. Ich habe dann hier auszuwählen, was möchte ich. Wir möchten Verilog. Und zwar nenne ich das jetzt einfach mal Project Root. Das ist quasi mein Main. Ich wähle freiwillig nicht den Namen Main, weil Main ist zu C, C++, Java, was auch immer belastet. Deswegen Project Root. So. Synthesis und Simulation, das passt. Synthesis ist quasi, dass er das interpretiert und von FPGA nutzbar macht. Klicke ich auf Next. Sagt da hier Add Constraints. Constraints haben wir noch nicht drüber geredet, sondern werden wir aber gleich. Constraints sind nämlich wichtig. Deswegen sage ich Create File und Name ist, ich nenne es jetzt einfach mal Const. Eigentlich nenne ich das anders, aber ich nenne es jetzt mal Const, weil ich jetzt noch nichts vorhergreifen möchte. So, Const.bla. Interessiert uns erstmal nicht. Klicken wir Next. Jetzt müssen wir hier unseren FPGA auswählen. Und wie ihr hier seht, es gibt 1000 Familien, 1000 Packages, Speed, Temperature, Static, alles. Boah, da blickt man ja gar nicht durch. Und das sind nicht mal alle, weil wir hier in der Web Edition eine reduzierte Auswahl haben. Aber ist viel. Nee, wir machen uns einfach. Wir klicken hier drüben auf Boards, Vendor, Digiland. Und dann wähle ich hier aus. Ich möchte mein Nexis A700T haben. Und dann habe ich das hier direkt, wie man die Boards von Digiland installiert in die IDE rein. Da findet ihr ein Tutorial auf deren Homepage. Da ist es genau schön Schritt für Schritt erklärt, wie man das installiert. So, wähle ich an, klicke auf Next. Jetzt bekomme ich hier schön einmal gesagt, was gemacht wird. Da sage ich Finish. Und jetzt öffnet er hier gleich nochmal ein Fenster, wenn er fertig ist. Und jetzt sagt er hier Define Module. Das lassen wir jetzt auch erstmal noch ruhen. Mal ändern hier nichts, sagen hier okay, sagen yes. Und jetzt sagt er hier oben Updating, weil er jetzt hier das Projekt quasi gerade einliest und schaut, was wir erstellt haben. So, die erste Aufgabe, die wir jetzt haben, bevor wir hier irgendwas in unserem Project Root machen, ist unsere Constraints anpassen. Dazu möchte ich aber erst kurz noch mal was erzählen. So, nachdem wir jetzt unser Projekt erstellt haben, müssen wir den sogenannten Constraint hinzufügen, beziehungsweise die Constraints sind ja mehrere. Und zwar beschreiben die Constraints die Beschaltung des FPGAs. Also, wo sind welche Ein- und Ausgänge? Also, an folgenden Pin ist ein Ausgang. Und wie heißt der? Der heißt LED1. An folgenden Eingang ist ein folgende Pin ist ein Eingang und der heißt Knopf, Button, Glock, da hängt die Glock dran, was auch immer. Auf jeden Fall müssen wir quasi als allererstes mal für die FPGA-Konfiguration den FPGA in Constraints mitteilen,
wo sind meine Pins und wie sind die zu konfigurieren. Zum Beispiel die Clock, die muss man natürlich erst konfigurieren. Ja, bei DevKits ist das ganz einfach, da bekommt man die Details direkt vom Hersteller. Zum Beispiel habe ich hier unten den Link drinnen zu meinem Devboard, was ich hier habe. Und da muss man die Datei einfach nur copy und pasten und dann das so anpassen, dass es für einen passt. Aber die Basis ist schon da. Ja, wenn ich selber eine Platine baue, weil ich ein eigenes Produkt herstelle, dann muss ich natürlich die Constraints selber schreiben. Das heißt, ich muss überlegen, was hängt an welchem Pin dran, für was soll es genutzt sein und muss den dann auch benennen. Ja, das ist eigentlich schon alles, was es über die Constraints zu sagen gibt. Ich würde sagen, wir schauen das einfach direkt mal in der Praxis an. So, ich habe jetzt hier einmal den Link, der in der Präsentation drin war, aufgemacht. Und jetzt finden wir hier einen quasi Textfile, wo ganz viel drin steht. Schön und gut. Kopieren wir uns erstmal Steuerung A, Steuerung C. Gehen rüber in unser Let It Blink Projekt und öffnen hier mit Doppelklick unser cons.xdc Constraints File. Steuerung V, können wir das Ganze einmal einfügen. Ja, wie gesagt, Constraints File haben wir ja gesagt, das definiert, was wir machen wollen. So, als allererstes mal, damit wir was blinken lassen können, brauchen wir natürlich die Clock. Deswegen Clock Signal, das brauche ich, kann ich hier markieren, sag Uncomment und der nimmt den Comment weg. Wichtig ist hier dieser Name CLK100MHz. Das ist die Variable, die wir benutzen für unsere Clock. Wichtig. Müssen wir uns merken, weil wir die später brauchen. Ja, damit sind wir eigentlich auch schon durch. Clock ist fertig. Schauen wir weiter. Okay, LED. LED 0. Schematik LED 0. Perfekt. Nehmen wir hier für die eine LED Comment Mac. Und hier wird eine LED Necking Klammer 0 ausgewählt. Das ist ein Zugriff auf ein Array. Das wollen wir nicht. Die LED heißt einfach nur LED 0. Können wir jetzt speichern und dann einzeln auf die LED 0 zugreifen. Der Rest ist kommentiert, das interessiert uns eigentlich gar nichts. Wir haben hier unsere LED 0 und unsere Clock 100 MHz. So, als nächstes werden wir jetzt mal kurz drüber reden, wie wir unser Projekt strukturieren. So, als nächstes schauen wir uns mal an, wie so ein Programm, ich nenne es immer noch Programm, aufgebaut ist. Ja, wer C++ kann, der weiß, wir haben int main mit den Rückgabewert int, also int, das ist das, was zurückgegeben wird, und übergeben tun wir dann zum Beispiel zwei Parameter, zum Beispiel die Argumente und die Anzahl der Argumente. Ja, das funktioniert in den meisten Sprachen auch ganz normal so. Also ich habe Rückgabewert, Name, Ausgabe. Dann in C++ habe ich, oder auch in C, habe ich immer definiert, bei Main geht's los. Gut, wenn ich Windows-Programmierung mache, heißt es vielleicht WinMain, aber im Prinzip ist es eine Main, wo es losgeht. Und dann habe ich meine Untermethoden, Task A, Task B, die können auch nochmal was rückgeben, die können tolle Parameter nehmen, die können verschachtelt sein, was weiß ich nicht, was die alles sein können. Und dann hätte man eigentlich ein ganz schönes System, so wie man das in C++ kennt. Ja, wir nutzen Verilog, da läuft das Ganze ein bisschen anders ab. Und zwar gibt es da erst einmal hierarchisch unabhängige Module. Ich habe jetzt einfach mein Hauptmodul auch Main genannt. Das kann aber heißen, wie man möchte. Und das Einzige, was man muss sagen, das ist mein Main-Modul. Das sage ich der IDE, die markiert mir das. Und bei diesem Modul fängt die an zu lesen und startet. Ja, dann habe ich noch zwei weitere Module hier, in dem Fall Task A und Task B, nur um das von oben nochmal zu repräsentieren. Dann, man sieht im Moment, da habe ich jetzt noch keine Parameter oder Rückgabewerte hingeschrieben. Warum? Weil das komplett anders abläuft. Dazu kommen wir aber dann später, wenn es um die eigentliche Implementierung geht. Ja, Wire und Register. Was ist Wire und Register? Man muss sich vorstellen, auf dem FPGA sind ja verschiedene Logikgatter drauf. Die gammeln da einfach irgendwo in der Gegend rum, wenn man es mal so sehen möchte. Man muss diese ja irgendwie miteinander verschalten. Und dazu gibt es die sogenannten Wires. Das ist jetzt für mich ein bisschen eine andere Definition. Meistens, wenn man im Internet schaut, findet man die Definition nicht ganz so, aber im Prinzip ist es eigentlich so. Und zwar, Wire verbindet quasi irgendeinen Pin, zum Beispiel unseren Button, mit den Eingangs-Lookup-Table von einem Modul. Das heißt, wenn das auf 1 ist, passiert das und das wird ja dann über Lookup-Tables oder über Logic Gates realisiert. Und die Wire, da stellt einfach nur eine Verbindung dar. Das heißt, das ist eine Verbindung. Ich habe irgendwo meinen Eingang, der reinkommt und der geht als Wire direkt rein. Da kann ich nicht viel mitmachen. Standardmäßig, alle Eingänge sind Wire.
Genau. Sei denn, ich habe einen Ein- und Ausgang, aber da reden wir gleich nochmal drüber. Dann gibt es sogenannte Register. Das kann man sich vorstellen, dass das eine Speicherzelle ist. Auf dem Chip selber drauf. Ein Flipflop, den kann ich setzen, rücksetzen, wie ich lustig bin. Das heißt, das ist der Ausgang. Der wird zum Beispiel durch Hochzählen oder so, wird der Ausgang ausgelöst. Da sage ich, okay, wenn die Bedingung ist, dann setze den Ausgang. Und dann brauche ich dieses Register. Dann setze ich das Register. Ja, kleines Beispiel. Wir haben einmal ein Modul Bottom. Das ist mein unteres Modul, das nicht startet. Deswegen habe ich es Bottom genannt. Da ist ein Register D-Out drinnen. Das heißt, ein Register namens D-Out. Das heißt, da habe ich wirklich ein Register, was ich in dem Modul, wie auch immer das im Modul abläuft, aber dieses Register kann ich im Modul super einschalten, ausschalten, setzen, zurücksetzen. Was weiß ich nicht, was ich damit Tolles machen möchte. So, jetzt habe ich aber irgendwo mein Top-Modul und da gibt es den Pin-LED. Der repräsentiert den physikalischen Pin am FPGA. Klar, der Pin hat intern selber auch nochmal eine Beschaltung und eigentlich auch nochmal ein Register, aber das lasse ich jetzt mal aus. Das ist nur, um den Ausgang zu treiben. Das vergessen wir jetzt erstmal. Sondern wir sagen jetzt stumpf, wir wollen im Modul Top einen Wire haben, Pin-LED. Warum? Weil im Modul Bottom ist das Register, was ich setze und zurücksetze. Ich möchte nur dieses Register mit dem Ausgang verbinden. Also benötige ich hier Wire. Sieht man dann unten, Top-Pin-LED ist eine Wire nach Bottom-D-Out. Also wie auf dem Steckbrett kann man sich vorstellen, wenn ich hier so. Jetzt habe ich gerade kein Steckbrett da, doch hier, wenn ich da auf dem Steckbrett. Jetzt komm raus, die blöde Steckbrücke. Wenn ich hier auf Steckbrett so ein Draht hier setze, damit ist es eigentlich zu vergleichen. Wire. Und Register ist halt dann der jeweilige Chip. Und wenn ich halt einen Chip habe, dann hat der am Ausgang Register und dann kann ich es mit den Wires irgendwo hin verbinden. So, Basiskonzept, nur damit ihr das schon mal verstanden habt. Gehen wir weiter. In-Out-In-Out. Habe ich ganz toll mir den Namen ausgedacht. Also, es gibt in Verilog einen sogenannten Input. Das ist ein Eingangsbit oder ein Eingangsbus. Was genau Bits und Bus ist, kommt da unten in den Beispielen nochmal. Dann gibt es einen Output. Das ist das Ausgangsbit oder Bus. Auf dem Input kann ich lesen und auf dem Output kann ich schreiben. Logisch. Dann gibt es aber auch In-Out, das ist ein bidirektionales Bit oder ein bidirektionaler Bus. Werden wir fürs Erste zurückstellen, werden wir nochmal einzeln behandeln. Ja, Beispiel, zum Beispiel Input, Achtung, Syntax von vorhin, Wire Clock. Das heißt, in dem Modul, wo ich irgendwo stehen habe, Input Wire Clock, also CLK steht für Clock, weiß ich habe einen Input, der eine Wire ist, das heißt, der kommt von irgendwo anders her und das ist meine Clock. Und dann habe ich ein Output Register, aha, Stichwort Register. Wir registrieren, haben dann Register, worauf wir schreiben. Und zwar jetzt interessant, jetzt kommen eckige Klammern, 3 Doppelpunkt 0 eckige Klammer zu. Und zwar stellt das jetzt ein Bus dar, und zwar von 4 Bits, also von 3 bis 0. Und der heißt in dem Fall Data. Auf den könnte ich jetzt zum Beispiel schön was draufschreiben. Dann gibt es noch die Möglichkeit, In-Out zu setzen. Da habe ich jetzt in dem Fall einen 8-Bit breiten Bus und der heißt MyBus. Da habe ich jetzt keine Beschaltung mit Wire und Register. Wird standardmäßig von Wire ausgegangen. Ist jetzt einfach nur ein Beispiel für einen Syntax. Das soll jetzt noch nichts zu sagen haben. So, jetzt kommen wir zu Trigger. Immer wenn, dann mach. So einfach kann man eigentlich den Trigger beschreiben. Und zwar kann der Trigger eigentlich auf alles hören, zum Beispiel always at, Klammer auf, Klammer zu. Und in die Klammern rein ist eine Sensitivity List, heißt es. Auf das hört der. Da kann ich jetzt zum Beispiel sagen A oder B oder A und B. Und wenn das der Fall ist, dann geht er in diesen Always-Block rein. In den Always-Block kann ich auch auf Flanken überprüfen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Clock schaue, würde ich hier immer auf die positive Flanke von der Clock schauen. Das kann ich mit dem Wort POSEdge. Oder negativ neg edge. Kombination ist in dem Fall möglich. Ich kann mehrere in die Klammer reinschreiben. So, und dieser Always-Block wird immer genau dann ausgeführt, wenn das Ereignis eintrifft. Ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt rüber zu Vivando und werden mal unser Blinken implementieren. So, wir sind jetzt hier wieder zurück. Wir haben ja vorhin darüber geredet, dass wir dieses Main-Module haben. Das heißt in unserem Fall Project Root.
Und wie ihr seht, hier ist auch schon automatisch was generiert worden. Das passt mir noch nicht ganz von der Formatierung. Ich hätte es gern einmal anders, aber auch nicht so ganz viel markiert, sondern mehr so das weg. So. Und jetzt geht es darum, unsere Schnittstelle zu definieren. Und das ist jetzt eigentlich nur ein Verweis auf unsere Constraints mit den richtigen Namen. Und zwar haben wir Input, Input, Wire, Clock 100 MHz. Also von irgendwo bekommen wir ein Signal, Clock 100 MHz, Wire. Dann haben wir Output, Wire. Warum Wire? Weil, wie gesagt, wir verbinden nur den Ausgang irgendwie mit unserem Modul LED 0. So, und das war es jetzt eigentlich auch schon für unseren Project Root. Das nächste, was wir machen müssen, ist dieses Modul beschreiben. Theoretisch könnte ich jetzt hier anfangen und direkt hier drinnen schon meine Logik reinschreiben. Aber ich möchte mit euch von Anfang an Good Practice programmieren. Viele Leute machen das nicht. Viele fangen direkt an, das erste Projekt in einer Datei zu machen. Ich sage, in Main gehört nicht die Implementierung eines einzelnen Features rein. Sagen viele, für Tutorials ist das okay. Ich möchte das von Anfang an richtig machen in meinen Augen. Deswegen klicke ich jetzt hier oben auf Design Sources, Add Source, Add or Create Design Source, Next, Create File, Verilog, Typ, Blinker. Okay. Möchte ich erstellen. Finish. So, jetzt kann ich auch gleich schon mal hier drauf eingehen, was das hier ist. Das hier ist nämlich ein tolles Wizard, was mir alles, was ich benötige, direkt generiert. Und zwar diese Definitionen, die wir hier vorhin da manuell geschrieben haben. Und zwar kann ich jetzt hier sagen, ich habe ein Eingangssignal Clock und ein Ausgangssignal Out. Clock und Out, okay. Sieht man hier schon Updating und zack, hier haben wir es. Den Blinker kann ich jetzt aufmachen und habe jetzt hier meinen Blinker-File. Das mache ich mir auch noch kurz einmal so, wie es mir persönlich besser passt. So, Input, Wire, definiere ich jetzt hier noch genau. Clock kommt als Wire rein, Clock und Register Out. Achtung, jetzt habe ich ein Register verwendet und zwar deshalb, weil wir jetzt in unserem Always-Statement, wo wir auf die Clock warten, was tun. Wir beschreiben unseren Ausgang und dafür brauche ich ein Register. Ganz einfach, Always haben wir ja besprochen, Always Add. Wir wollen auf eine positive Flanke von der Clock schauen, also POS Edge CLK Begin End. Hier, wie man sieht, schön mit End abgeschlossen. Bisschen Inkonsistenz, Always Begin End Module, kein Begin End Module. Ist so, kann ich nichts ändern, ist der Syntax von der Sprache. So, dieser Block wird jetzt immer ausgeführt, wenn wir ein Clock-Signal bekommen. Was mache ich? Ich gehe auf meinem Ausgang out und weise den was zu. Und zwar out. Aber wir weisen ihn natürlich zu Ausrufezeichen out, also nicht out. Das hier ist ein logisches Nicht für States. Also wenn ich ein einzelnes Bit habe, funktioniert das wunderbar. Möchte ich einen ganzen Bus umdrehen, benötige ich die Tilde, diesen Operator. Für den Fall ist das Ausrufezeichen besonders gut. Und ich greife jetzt noch was voraus und mache hier noch so ein kleines Größerzeichen hin. Also links kleiner, rechts größer. Dies bedeutet, dass das Ganze parallel ausgeführt werden kann. So führt er erst das aus und das dann und danach das, was drunter steht. So würde er alles gleichzeitig ausführen. Ist in diesem Fall vollkommen in Ordnung. Deswegen machen wir das so. Ja, wunderbar, jetzt haben wir einen Blinker und wir haben Project Root. Wie verknüpfen wir das? Ja, das ist jetzt einfacher wie gedacht. Ich schreibe hier Blinker, B, Klammer auf, zack, zack, Klammer zu, Strichpunkt. In die Klammer rein kommt, wer hätte es gedacht, unsere
Funktionsargumente. Achtung, mit großem Vorbehalt. Denn das sind ja keine Funktionsargumente, sondern das sind Wires. Das heißt, hier sage ich, die Wire Clock ist die Wire Clock 100 MHz und die kommt von außen rein. Also Clock durch ein Root in den Blinker rein. Output Wire, hier ist irgendeine Wire, die kommt von außen oder geht nach außen, besser gesagt, heißt LED 0. Die kommt vom Blinker und im Blinker ist hier ein Register. Und das Register wird im Blinker gesetzt. Eigentlich ein total logisch nachvollziehbarer Flow. So, nachdem wir jetzt hier fertig sind, können wir speichern. Haben wir aber schon, weil wir hier oben nirgendwo ein Sternchen haben. Wir haben unsere Constants, unseren Root und unseren Blinker. Und jetzt können wir einen sogenannten Bitstream generieren. Wenn ich hier draufklicke, sagt er mir, dass ich das nicht kann, weil ich noch nicht synthetisiert habe und weil ich es nicht implementiert habe. Aber ein Klick darauf fragt er immer, möchte man alles ausführen. Dann macht er erst die Synthese, dann die Implementation und dann den Bitstream. Was das genau für Phasen sind, können wir uns danach anschauen, weil man hier immer anschauen kann, wie sieht mein Synthesize-Design aus, wie sieht mein Implementes-Design aus und dann letztendlich der Bitstream sind die einzelnen Bitfolgen, die auf den FPGA programmiert werden. Deswegen sage ich jetzt hier Generate Bitstream, bla 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 bla. Okay, to launch Synthesis and Implementation, yes. Und das dauert jetzt etwas. Und deswegen warten wir. Während die Synthese läuft, möchte ich hier noch kurz einmal anmerken, dass er hier zu dem Moment, wo wir im Project Root definiert haben, dass wir hier drin einen Blinker haben, hat er automatisch dem Blinker unseren Root zugeordnet. Das heißt, jetzt können wir genau sehen, Top Design, aha, nutzen einen Blinker, B. Und wenn ich hier draufklicke, würde man dann, könnte ich jetzt hier auch nochmal die Datei öffnen, der zeigt die mir. Das ist auch ganz schön, ich kann hier weiter meinen Code anschauen, während der hier oben rödelt und das Design einmal durchhaut. So, die Synthese und alles ist im letzten Schritt. Wir schreiben einen Bitstream und da ist es schon, es ist fertig. So, jetzt haben wir hier eine Reihe an Möglichkeiten, die wir machen können. Wir sagen jetzt erstmal Open Implemented Design. Wir möchten uns das einmal anschauen. So. Und wie wir hier sehen, sehen wir recht wenig. Und zwar kann ich hier mal zum Beispiel dahin reinzoomen. Diese ganzen Kästchen hier sind unsere Logikzellen der einzelnen FPGAs. Wir sehen hier unsere Lookup-Tables. Hier Lookup-Table, 4 Stück, wie versprochen, mit den Ausgängen und den 6 Eingängen. Dann hier rechts sind unsere, müssten unsere Flipflops sein. Genau, das sind unsere Flipflops. Und da in der Mitte ist dann noch eine Logik drinnen, wie das Einzelne verschaltet wird. Multiplexer, Carry. Und das sagt uns quasi, zeigt uns an, wie wir das Ganze designt haben. Ja, wenn ich jetzt hier nochmal rauszoome, fällt uns auf, dass hier was blau markiert ist. Und das ist unser Design. Also, ja, das ist unser Design hier. Wir haben hier eine Zelle, ein Lookup-Table und wir haben hier ein Register. Und das war's eigentlich. Sollte sonst nichts markiert sein. Da oben ist noch ein bisschen was markiert und zwar ist das hier unser H17. Das ist der Treiber, der den LED 0 antreibt. Deswegen sehen wir hier ganz schön LED 0. So, der nächste Schritt ist das Ganze zu programmieren und zu testen, ob das geht. Dazu kann ich hier mein Design hier oben über X wieder zumachen. Fahre hier mal die Registerkarte ein und klicke hier unten auf Open Hardware Manager. So, jetzt sagt der No Hardware Target ist open. Ich muss einmal kurz das Board einschalten. Perfekt. Sag jetzt Open Target, Auto Connect. Jetzt verbindet er sich zu einem lokalen Server, den er auf dem PC startet. Und der Server verbindet sich mit dem Board. So, hier sehen wir es schon. Links in der Liste ist das DevBoard und der XC7A100T. Ja, den kann ich jetzt hier anwählen. Könnte jetzt hier theoretisch den noch zumachen, aber das wollen wir ja gar nicht, sondern wir wollen Program Device. Ist theoretisch auch da unten, aber ich klicke es einfach mal da oben drauf. Da macht er mir hier den Dialog auf und sagt, ich soll ein
Bitstream auswählen. Kann ich jetzt hier theoretisch mal auf die Punkte klicken. Da sieht man hier unseren Project-Root.bit. Das ist das synthetisierte Projekt, das wir angelegt haben, also unser Project-Root, den wir programmiert haben. Der Blinker sollte da drin integriert sein, weil der fängt ja beim Top-Model-UL an, das heißt Project-Root, und schmeißt dann quasi alles in eine Datei rein. Also sage ich jetzt Program und schon schreibt er das Ganze auf den FPGA. Und jetzt schauen wir uns an, ob das Ganze funktioniert. Ja, warum geht es nicht? Das ist ein Mysterium, was eigentlich auch doch kein Mysterium ist. Jetzt hätte natürlich jeder erwartet, wir machen hier was und es funktioniert. Haha, nein, hat niemand erwartet, weil ich das natürlich im Vornherein schon gesagt habe, dass es nicht funktionieren wird. Aber warum funktioniert es eigentlich nicht? Ja, wir haben jetzt als Resultat eine leuchtende LED. Warum? Jetzt werden wir uns mal überlegen, bei jeder Clock ändern wir den Zustand von der LED. Wenn wir uns mal überlegen, was wir für eine Clock haben. Wir haben eine 100 MHz Clock. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an mein Video erinnert, wo wir mit dem Arduino getestet haben, wie schnell der Arduino im Vergleich zum roh programmierten ATmega ist. Und der ATmega, den wir da hatten, der hatte 16 MHz. Also viel, 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 viel weniger. 100 im Vergleich zu 16. Also 100, weil wir jetzt ja gerade eine 100er Clock verwenden. Und 16, weil der ATmega intern 16 Megahertz Oszillator hat. Oder war es sogar nur 8 MHz? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall 8 oder 16. Was in dem Bereich hatten wir? Zumindest Arduino oder Dateien, die wir da hatten. Ja, warum? Wenn man sich überlegt, wenn ihr auf das Video zurückdenkt, die LED haben wir die ganze Zeit an- und ausgeschaltet, aber die hat ja auch Dauer geleuchtet, weil wir die so schnell an- und ausgeschaltet haben, dass man das gar nicht sehen kann, dass die an- und ausgeht. Und das gleiche haben wir jetzt hier beim FPGA. Nur nochmal hoch 1000, keine Ahnung, nein, Zahl gerade frei erfunden, könnte man ausrechnen, habe ich jetzt aber keine Lust drauf. Nee, ich denke, ihr versteht das Prinzip. Es ist einfach viel, viel zu schnell. Wir kommen da nicht hinterher, das menschliche Auge kommt nicht hinterher, die Schaltung kommt nicht hinterher. Die LED haben wir ja gesehen, die hat ja nicht mal richtig geleuchtet, die Schaltung kommt nicht hinterher. Deswegen müssen wir das Ganze irgendwie lösen. Ja, und die Lösung ist ein sogenannter Clock Divider. Anstatt die LED blinken zu lassen mit jedem Clock Cycle, erhöhen wir einen Wert. Wir haben irgendwo ein Register, beziehungsweise kein Register, sondern einen Integer, denn wir können schon irgendwie Variablen festlegen. Wie die im FPGA dann gelöst werden, ist ein Mysterium. Da kann man nachschauen, wie weit das genutzt wird. Gerade große Zahlen brauchen natürlich den entsprechenden Platz auf dem FPGA und auch die Leistung, dass ich da zähle, dass ich meine Ressourcen damit verbrauche, um hochzuzählen. Aber es muss halt leider sein, wir müssen die Clock runterkriegen von der hohen Frequenz. Ja, also was machen wir? Wir zählen bei jedem Clock-Cycle einen Wert hoch und sobald wir einen sogenannten Vorwahlwert erreicht haben, den kann ich mir ausrechnen, den kann ich aber auch einfach so lange anpassen, bis es ungefähr passt. Sobald der erreicht wird, setzen wir den Ausgang zurück oder setzen ihn, also drehen quasi den Status um, so wie wir es vorhin mit der LED gemacht haben, nur mit dem Ausgangsregister. Und sobald wir das gemacht haben, ist das Modul zu Ende, weil wir da schreiben natürlich ein eigenes Modul rein. Und diesen Ausgangswert, den wir jetzt haben, den wiren wir in den Eingang von unserem LED-Blink. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz schnell rüber zu Vivando und machen das. So, bevor wir jetzt aber anfangen und den Clock Divider implementieren, schließen wir hier natürlich erstmal unsere Verbindung, indem ich hier sage Close Server, dann verbindet er sich nicht mehr damit, dann kann ich hier sagen Close Hardware Manager, dann habe ich das Ganze wieder zu und in meinen Ausgangszustand. So, ja, jetzt müssen wir als allererstes unseren Divider erstmal erzeugen. Den erzeugen wir wieder, indem wir hier Rechtsklick machen, sagen Add Sources, Add or Create, Create File, und zwar heißt der jetzt Divider, mit D groß. Ja, ich jetzt mein Syntax heißt, ich schreibe groß am Anfang, habe ich jetzt schon gesagt, also mache ich das jetzt so. Divider, Verilog, Local Project, okay, passt, Finish. Den Divider können wir jetzt auch gleich schon beschreiben, und zwar haben wir einen Eingang, Clock als Input und Output-Clock als Output. Sagen wir okay, der erzeugt mir den
Müssen wir jetzt kurz warten. Da ist er. Und den müssen wir jetzt beschreiben. Als allererstes Input Wire Clock und Output Register Clock. Perfekt, so gehört sich das. Und jetzt haben wir ja gesagt, wir müssen zählen. Und zwar gibt es ja eben auch die Möglichkeit, Variablen einzuführen. Und zwar Integer x. Der wird jetzt intern hier definiert. So, ich wähle denen keinen Wert zu, weil wir ja hier in den FPGA sind. Das heißt, es läuft alles immer ab und dauerhaft parallel. Um was zu initialisieren, benötigen wir eine spezielle Initial-Struktur, Initial-Begin. Und da kann ich jetzt reinschreiben, x gleich 0, end. Jetzt habe ich mein x initialisiert und das wird nur ein einziges Mal ausgeführt. Und genau das ist es, was wir wollen. Als nächstes müssen wir die Logik, die dahinter steckt, implementieren. Dazu benutzen wir unseren Always-Block, add posEdge Clock, kennen wir ja schon, begin, end. So, was schreiben wir hier rein? Als allererstes mal müssen wir x erhöhen. Das soll jetzt so ablaufen und zwar nicht parallel, weil ich möchte erst x erhöhen und dann testen, ob er groß genug ist. If x gleich gleich, jetzt muss ich mir so eine blöde Zahl kopieren, die ist jetzt recht, sieht jetzt recht random aus, aber die kann man genau generieren. Ich habe jetzt einfach eine Zahl ausgewählt, die genau passend ist. Und jetzt haben wir auch schon das erste Mal hier eine if-Struktur. Wichtig ist, wir nutzen für die if keine, also schon Klammern für die Abfrage, aber keine Klammern für den Block, sondern Begin und End. So, was machen wir jetzt hier drinnen? Sobald wir diesen Vorwahlwert erreicht haben, sagen wir, unser O-Clock entspricht nicht unserer O-Clock. Kennen wir ja. Hat man ja damals schon nur mit der LED. Ach, damals, gerade eben. Und jetzt sagen wir am Ende nochmal x gleich 0. Kann man jetzt so machen, weil es ja hier im Moment parallel laufen darf. Damit setzen wir hier x wieder zurück. Wenn man sich das Ganze anschaut, wir haben hier einmal einen Eingang, eine Clock und einen Ausgang, eine O-Clock. Intern drin haben wir einen x, was standardmäßig auf 0 gesetzt wird. Jedes Mal bei einer positiven Edge von der Clock wird x um 1 erhöht. Wenn wir bei x gleich irgendeiner tollen Zahl angekommen sind, dann wird O-Clock invertiert und x wird wieder zurück auf 0 gesetzt. Und genau das ist es eigentlich, was wir wollen. Wenn wir jetzt zurück in unserem Project Root gehen, müssen wir das ja irgendwie einfügen. So, wir haben unseren Divider V. Divider V. So, bekommt jetzt einen Eingangswert. So, und einen Ausgangswert. Moment mal. Ausgangswert. Der soll ja da nicht mehr hin. Da soll was raus und da soll das rein. Wie machen wir das? Im Prinzip ist es ganz simpel. Haben wir gerade eben schon mit den Integer gemacht. Und zwar Wire. Weil jetzt haben wir nur eine Wire. Und zwar nennen wir das jetzt Clock Div. Für Clock Divided. Clock Div wird umgebaut zu Clock Div am Blinker. Somit sehen wir jetzt hier ganz schön, wir haben hier unseren Divider. Da gehen unsere Clock 100 MHz in den Clock-Signal rein. Als Ausgabe setzen wir eine Wire zwischen den Register im Divider, zwischen den Output-Register und unserem Eingangswire vom Blinker. Das heißt, hier ist quasi das Zwischenstückchen, was die beiden Module verbindet, der die Jumper-Wire vom einem Steckbrett ins andere rüber, haben wir jetzt hierdurch gesetzt. So, das war es eigentlich auch schon. Jetzt können wir das Ganze wieder synthetisieren und implementieren und dann Bitstream generieren. Ich sage jetzt nochmal Open Implemented Design, weil ich euch das nochmal kurz zeigen möchte, was sich jetzt verändert hat im Vergleich zu vorher. Wir sehen schon auf dem ersten Blick, dass sich da einiges geändert hat. Nur wegen dem blöden Clock Divider. Ihr müsst euch mal überlegen, hier unten, da,
war mal, oder vielleicht ist sogar noch, nee, ist nicht mehr. Ist jetzt wahrscheinlich hier drüben irgendwo gelandet. Muss ich jetzt schauen, wo ist unsere, nee, da oben sind wir, hier oben. Das ist immer noch unser Blinker. Out Register, Out E1. Das ist unser Register, was die LED ansteuert, unser Blinker. Was wir hier haben, ist nochmal unser Out-Clock vom, ich denke mal, dass das hier vom Clock-Divider kommt, würde ich jetzt mal so behaupten. Und der ganze Schmarren, der sich hier befindet, ist einfach nur dadurch, dass wir jetzt einen Clock-Divider haben, dass wir da hochzählen, bla bla bla. Im Vergleich zum kompletten FPGA und dafür, dass wir hier oben auch nochmal massiven Anzahl an Zeilen haben, kann man das in den Clock Divider schon mal investieren, vor allen Dingen, weil ich den ja öfter nutzen kann. Ich habe ja die Frequenz, die nutze ich ja sogar öfter und theoretisch kann ich sogar noch auf speziellen Clock Pins einzeln was reinbauen. Jetzt muss ich mal kurz schnell schauen, kann ich hier, so müsste ich sogar genau sehen können, was hier los ist. Genau, der Divider hat hier diese ganzen Elemente, die ich hier nachschauen kann. Das ist alles vom Divider und vom Blinker hier. Da, ja, genau, habe ich richtig genommen. Genau. Das ist unser Blinker. Die beiden Elemente hier. Klar, der hat irgendwo nochmal seinen Ausgang. Und auf jeden Fall, hier kann ich jetzt noch sehen. Hier kann ich genau sehen. Hier wird mein Net gelegt. Hier kommt mein, irgendwo kommt meine Clock rein. Die kommt von hier, weil das ist der Ausgang von unserem Clock Divider. Geht hier rüber. Das ist unsere Clock. Und zu unserer LED geht es da hinten irgendwo raus. An dem Port hier, genau, schau, das kann man doch super sehen. Und da intern passiert auch nochmal irgendwas und irgendwelche Konstanten gammeln da intern auch irgendwo noch rum, wo auch immer die sind. Ja, das hier ist schon ein bisschen höher, das sind diese kompletten Register, also hier sehen wir die ganzen, das sind die Register, die wir haben für unsere Zahl. Wir machen jetzt wie vorhin wieder, wir verbinden uns wieder mit unserer Hardware. Wir werden das Ganze jetzt einmal auf den FPGA draufspielen. Der ist programmierbereit. Ja, ist er. Und dann sehen wir gleich, dass es jetzt tatsächlich so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Juhu, ich habe nochmal was eingeblendet. Da könnt ihr sehen, es blinkt wunderbar. So soll es sein. Ja, also ich bedanke mich fürs Zuhören. Hat ja jetzt super funktioniert. Wir haben eine schön blinkende LED. Nächstes Mal werden wir nochmal einen Schritt zurückgehen und auf die Basis-Logik-Schaltungen drauf zugreifen. Ich weiß nicht, einen Schritt zurück, ja, weil wir jetzt vom Syntax her eigentlich schon, vom Verilog her, was Komplexeres erreicht haben, wie wir in den nächsten Tutorial machen werden. Aber ich möchte einfach nochmal den Schritt zurückgehen und nochmal auf ein paar Logik-Sachen, Logik-Gates, Standard-Logik-Gates zu sprechen kommen, die einfach notwendig sind, dass man die versteht. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.